herzlich willkommen, wir wollen eure Strohrichtung hochfahren und auf die Silage. Wir haben gleich die Silage in BGH kippen, die Möglichkeit. Und den Stroh werden wir in unseren Futterbeschlag eintun und dann hier gleich streuen. Die eine Feldmission ist fertig. Die Drohne ist gerade fertig geworden. Abgeschlossen. Bei Kartoffeln, das dauert noch ein bisschen. Da haben wir noch bei. Sieht auch schon gut aus. Dann können wir dann bald Stelle laufen lassen. Wir haben hier viel Regen. Ich habe hier die Karte von Böhmen, also die Season-Karte von Böhmen genommen, weil ich dachte mir, das ist geografisch regional. Später kam auch die Karte von Bayern raus. Hätte auch nehmen können daher, aber ich wollte da nicht mehr wechseln. Weil wechseln kann auch Probleme sein, wenn man anfangs durcheinander kommt. Lassen wir so. Von Turing gibt es keine Karte von Seasons. So, schauen wir, was wir reinkriegen. Glück gehabt. 900.000. Weil Stroh war auch unten drin gewesen, also wir gerade immer kein Stroh. Die sehen was nicht. Ist der voll. Gut. Können wir so stehen lassen erstmal. Stroh können wir uns direkt mit dem Radlader holen und den stellen wir hier in die Richtung. Weil er so angekommen. Also wenn man richtig losschickt an den richtigen Punkt, dann klappt es auch. So. Gut, dann einmal Richtung Reparaturpunkt bringen. Packen wir auch gleich. Ja, diese. Klar, Diesel, was denn sonst, ne? So, der will hier geladen werden. So, schauen wir, wo ist. So, da hinten da. Laut Karte müsste er gerade auch sein. Ach, da. Kaum zu sehen im Dunkeln. Deckel auf. Lenker ein bisschen gerade machen. Ja. Wäre schön, wenn er meckern würde, er ist leer, aber er macht nicht auf, ne? Aber wiederum ist ganz gut so, wenn er nicht losfahren würde, das Probleme.
So. Die Abfahrer entlassen und öffnen. Jetzt haben wir den Punkt nicht getroffen, gleich. Nicht ganz so einfach. Wenn wir einmal wegfahren im Deutz. So. Blattschauen. So, wie lange dauert noch? Eine halbe Stunde. Oh. Das schaffen wir heute nicht mehr in Folge. Ich trinke noch einen Kaffee. Kaffee trinken. Prost. Prost. Rechts ist Kamera. Jetzt, wo ich wieder früh spät arbeite, ist ein bisschen komplizierter, also was. Denn ich weiß, wofür muss ich aufstehen. Obwohl heute nicht ganz so tragisch ist, weil ich kann so nicht schlafen. Die ganze Woche spät schlafen gegangen, jetzt soll ich früh im Bett gehen können, also das funktioniert nicht. Naja, vielleicht morgen. So. Aber morgen müssen wir fertig haben. Das sind 1, 2, 3, 4. Also noch die Folge noch und noch eine 3. Das ist ungefähr, naja, von der Zeit her. Es geht. Geht ja keiner so viel Bett. So dunkel, ne? So, so, so. Wir haben einen Filter hinter mir, da weiß ich auch nicht. Also am Tag so ein helles geht, aber jetzt nachts. Das ist schlecht, ungefähr. Ja, sieht komisch aus von der Aufstellung her. Träge ist, obwohl er so fährt. Naja. Gut, da können wir am nächsten Fahrzeug zurückfahren. Von der 46. Den kurz löschen. Und zusammenklappen. Mal gucken, mal. Da vorne ist irgendwo ein Weg. Weg ist da. Wo will unser Weg hinführen? Noch ein Weg. Straße, Straße gut. 53, dann müssen wir zur Karte gucken. Wir wollen nicht zurück, die Richtung passt. Das Verfahren ist nicht so schön hier. Kommen wir wieder zurück in den Hof 3. Ja, die Fahrzeuge in alle Richtungen hochfahren, alle reparieren, alle ja, Wartung durchführen. Ja, reparieren, Wartung ist das gleiche. Und mal waschen brauchen wir nicht. Ist ja Regen. Da haben wir Glück. Ansonsten volltanken. Und irgendwo unterbringen, wo sie nicht gehören. Mal schauen, in der Halle oder so, mal sehen.
Bisschen Strom werden wir in Zukunft auch einlagern bei uns in Aale. O3 ist ja so ein Strohlager dafür da. Ich habe gelesen, dass das Hoflager nicht funktionieren soll. Ist aber was in Arbeit und dass man im Prinzip in der Safe Time. Nee. Der Speicherdatei für den Spielstand schon was ändern muss, dann kann es funktionieren. Also dann muss ich irgendwie reinfuchsen. Ansonsten tendiere ich wieder unser Universallager zu nehmen. Das große. Auf der Wiese entsprechend planieren. Einebnen und dann Gebäude platzieren. Das geht glaube ich besser als wenn wir wie beim Förderwerk ungünstig. Wir müssen ja unsere Fahrzeuge unterbringen, nutzt ja auch nichts. Aktuell ist es ein bisschen zu eng, finde ich jedenfalls. Ja, das wird auch wieder eng. Oh Gott, steif. Wir brauchen noch ein bisschen. So, jetzt haben wir noch ein Fahrzeug. Die Röscher fahren wir, wenn wir brauchen. Vorher nicht. Noch nicht gewachsen. Aber wir müssen einmal nachfüllen müssen. Stroh wollen wir holen. Stroh, Stroh, Stroh. Das heißt, wir müssen uns das Heu entsorgen hier. Die kriegen wir weiter. Ich habe mit Terraforming das Gras wegbekommen. Mal probieren. Bei Gelegenheit. So, da ist die Klammer. Da ist die für Heu. Wo Heu drin ist, das wollen wir mal vorher rausbringen. Toll auf, wenn wir rauskommen. Den zweiten kleinen Futterbeschwagen. Also die Einkühe wollte ich, oder die Rinder wollte ich gar nicht kaufen. Weil die nämlich optisch nicht reinpassen. Dazu müssen wir ein Bergziel sein. Aber so viel glauben wir nicht raus. Den Punkt können wir hier um. Aber wir werden das Heu hier vorne abkippen. Einfach so rein. Hinten in der Halle. Wir springen ihn. Und dann werden wir uns Stroh rein tun.
Hier würde ich auch eine extra Halle bauen. Die sind natürlich sehr lästig hier. Nichts für große Maschinen, obwohl das schon kleiner ist. Entschuldigung. Ich brauche ein bisschen Stroh. So, wir den kleinen Radlader hier. So, bisschen laufen. Wieder Regen, immer Regen. Tocheln, ja. Die reichen. So, das hier ist die Garage. Auf unseren kleinen Achso, Lenker kriegt er richtig. Oh, der ist schön wendig. Nicht so durch, ne? Aber das geht. Muss ich auch den Ball auf den Fuß kriegen. Jetzt müssen sie da das abkippen, was vorne dran ist. Kippen wir die vorne weg. Können wir für deine GTH reinkippen. Weil, wenn ich Pech habe, kippen sie rein, haben sie kaputt, dann kann ich tot. Das ist ja nicht, was ich haben will. Dafür wird die gefischt. Wir müssen nur. Ach, später haben wir auch nur Stroh da. Das ist kein Problem. Ist ja das Gute bei, wir haben eine Stroh. Ganz viel haben wir. Ist ja nur Anfang so, weil wir im Prinzip das eher so ein bisschen warten müssen. Junge, warum fliegst du dich dran? Das ist typisch. Kriegen die immer Stroh, die Rinder. Zum Glück haben wir gleich heute auch voll. So. Ich glaube, der Stroh wird weniger bewegen. Schlecht. Reicht zwar nicht, aber wir müssen mal gucken, was der nächste
Akku voll kriegen. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann noch Hyperwinke-Winke. Ciao, ciao. Wie wir eine Auffüllung, sehen wir gleich zur nächsten Folge. Tschüss.